Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Wir sind hier immer noch in der Schule, in der Grissom Akademie und... Richtig, sollen dort nach und nach alle Schüler dieser Spitzenakademie evakuieren und retten. Und ich weiß halt irgendwie nie, wo ich lang muss. Ich glaube dahin. Commander, ich habe gerade eine Notfallnachricht von den Studenten in der Orionhalle erhalten. Sie sind erschöpft. Sie halten nicht mehr lange durch. Okay. Tu mein Bestes. So. Wow. Zurück! Alles okay. Wir sind Allianz. Allianz? Uiuiui. Nicht guten Walker. Los, alle zurück! Die Allianz erledigt das! Oh ja, wir versuchen es zumindest. Haben wir da überhaupt was? Studenten sind nicht militärisch ausgebildet. Sie brauchen Unterstützung. Ja, das ist allerdings richtig. Oh, ich wollte mich doch decken. Ach du Kacke. Jetzt drauf. Das bringt halt gar nichts. Oh shit, Atlas, ey. Das ist keiner von denen, von der Seite, die man im Bücherregal findet. Puh. Commander, wir brauchen Hilfe! Okay, wir versuchen das Beste. Okay, da. Schöne ist, dass die auf die da oben beschäftigt sind und jetzt, da ist doch keiner tot. Mal nicht auf uns. Danke. Cerberus hat uns keine Zeit zum Luftholen gelassen. Ich wollte einen Sicherheitsbereich errichten, aber lange hätten wir nicht mehr durchgehalten. Nicht so bescheiden, sie sind am Leben. Wir wollen sie von hier wegbringen. Ich bin Commander Shepard. Das ist Ensign Rodriguez. Ich bin Ensign Prangley. Wer hat hier das Kommando? Unser Commander wurde... ich glaube, ich habe das Kommando, Sir. Ich bin hier, um zu zweifeln. Helfen! Sie haben verdammt gute Arbeit geleistet. Und jetzt bringen wir sie hier raus. Okay, aber wir müssen uns erst aufladen. Sie haben uns stundenlang verfolgt. Wir haben fast 1000 Kalorien verbrannt und... Schon okay. Wie lange brauchen Sie? Okay. Esst was und überprüft eure Verstärker auf Schäden. Abrücken in 5. Commander, ich habe mich gefragt, vergisst man je den ersten selbstgetöteten Feind? Meiner war nämlich heute und ich... Sie werden es immer mit sich tragen. Es wäre schlimmer, wenn es Ihnen egal wäre, aber Sie tun genau das Richtige. Wird es irgendwann leichter? Nein. Diese Studenten sind nicht fertig ausgebildet und können den emotionalen Stress des Krieges nicht verarbeiten. Cortez, ein Exfiltrationsteam. Der Cerberus-Kreuzer kommt zurück. Wie lange haben wir? Höchstens 2 Minuten, Commander. Danach kommen wir nicht mehr an ihn vorbei. Fliegen Sie zur Normandy. Wir kommen irgendwie anders von der Station runter. Verstanden. Viel Glück, Sir. Shepard und Sanders, Studenten sind sicher, aber Shuttle nicht möglich. Verstanden. Es gibt einen anderen Weg raus, aber dann brauche ich stationsweiten Kamerazugriff.
Deaktivieren Sie die Cerberus-Sicherheitskontrolle. Sie führt durch die Orion-Halle, muss also in der Nähe sein. Na, wunderbar. Wie soll uns Kamerazugriff aus dieser Station rausbringen? Wir müssen die Cerberus-Shuttles erreichen. Der Kreuzer wird freundliche Schiffe nicht automatisch angreifen, also haben wir eine reelle Chance zu entkommen. Geben Sie mir Zugriff auf die Kameras, dann finde ich einen Weg zu den Shuttles, ohne dass Cerberus sie in die Enge treiben kann. Glaubst du, Brinkley schafft es? Nein, aber wen interessiert's? Ich höre nicht auf Brinkley, ich höre auf Shepard. So, ein Datenpad. Achso, das sind wieder nur Credits. Wir reden mit Ensign Rodriguez. Warum haben die denselben Namen? Ensign Brinkley, Ensign Rodriguez. Ich habe zwar immer noch Angst, Commander, aber ich werde sie nicht enttäuschen. Wir stehen bereit, wenn Sie uns brauchen, Commander. Weißt du. Hier ist nix. Munition ist schon wieder voll. Unfassbar. Cerberus Kamerasteuerung deaktiviert, hast du? Sie müssten jetzt Zugriff haben. Studenten. Status Priorität Alpha. Um jeden Preis lebend ergreifen. Subjekt verfügt über erstklassige biotische Fähigkeiten. Gepaart mit hohen Punktzahl bei Tests der Führungsqualitäten. Gilt als perfekter Kandidat für Indoktrination und leistungsstarke Verbesserung für Langzeitinfiltration. Positiv. Der schnellste Weg führt durchs Atrium, aber Cerberus hat die Türen abgeriegelt. Sie müssen die Magnetschlösser deaktivieren. Die Steuerung dafür müsste sich direkt über der Tür befinden. Wo? Tür. Welcher dieser vielen? Wenn wir hier rauskommen, will ich an den Strand. An welchen Strand denn? Ilium. Hotel als Einsamer Sari-Mädchen, ja genau. Da? Vielleicht dieser Hauptausgang? Ne, auch nicht. Wo ist denn hier was? Ich sehe nix. Ich bin blind, schrecklich. Wahrscheinlich bin ich schon dreimal vorbeigelaufen. Vielleicht brauche ich ein anderes Ziel als ein paar heiße blaue Alienfrauen. Ich habe zwar wir stehen immer bereit, wenn Sie uns Kommandant, aber kannst du auch. Ich werde sie nicht enttäuschen. Ich weiß nicht. Die Galaxie ist groß. Ich brauche Kaffee trinken, ja, auf jeden Fall. Bin ich zu blöd dafür? Wahrscheinlich ja, aber Atrium. Muss doch. Irgendwie. Manuelle Overrides finden, ja. Da. Ach, so. Ach, direkt. Oh Gott, ja. Ich werde vor Ihnen bei den Shuttles sein und zwei davon startklar machen. Das meinen die damit, ja gut. Das ist, ja, direkt bei der Tür. Ja. Bereit machen! Wir gehen rein und ziehen ihr Feuer auf uns! Vielleicht sollten wir besser vom oberen Geschoss aus unterstützen, Commander. Sie rücken vor und wir greifen von oben an. Gut, das nimmt die Studenten aus dem direkten Beschuss. Gehen Sie kein Risiko ein. Gutes Timing und in Deckung bleiben. Okay. Studenten der Grissom Academy, die Station ist abgeriegelt. Die Allianz kann Sie nicht retten. Sie werden sterben. Aber wenn Sie sich friedlich ergeben, geschieht Ihnen nichts. Hört nicht auf ihn! Er will euch doch nur weichkochen. Verdammt, sie funken alle an. Studenten, Universalwerkzeuge auf privat schalten, sonst wissen die, wo sie sind. Was ist, wenn sie nicht lügen?
Sie schaffen das. Sie haben sich bereits gegen Cerberus behauptet. Sie sind alle hierfür ausgebildet. Commander Shepard lässt nicht zu, dass uns was passiert. Ja. Ja, okay. Los geht's. So. Das ist jetzt spaßig. Na, wunderbar. Noch einer dieser Freunde. Oh Gott. Na, wenn das nicht mal... Oh. Briefschlitz. Wow, das war knapp. Das war nicht mehr bewusst. Ha. Ich habe die 10 bald voll. Oh Gott, da sind auch nochmal 2. Ja, ich sehe es. Ich spüre es wohl eher. 9 von 10. Oh Gott. Oh Gott, noch mehr. Oh. Ja, komm schon. Aber wenigstens sitzt hier fast jeder Treffer. Das ist schon mal immer ein Vorteil. So. Ne, da unten. Ich glaube, ich kann von hier oben ganz gute Sniper-Unterstützung geben, wie ich merke, oder? So, hallo. Na, ein Schuss macht halt schon dann eine Menge aus hier. Die dürfen halt nur nicht zu mir hochkommen. Okay, das Gebiet ist unten sauber. Ja, fast. Uiuiui. Wir können durch diesen Leitbereich. Okay. Und wir können das Ding da erledigen. Haben wir. Von welchem Seitenbereich redet sie? Von dem? Wahrscheinlich. Oh, schöne Blumen. Kaylee, wir sind im Atrium. Ich nehme einen freien Weg zu den Shuttles. Wir treffen uns dann dort. Mhm. Weiter so, Leute! Oh Gott, oh Gott. Achtet alle auf eure Barrieren! Fallen lassen auf und Rodriguez! Oh Gott. Ist er tot? Irgendwo ist hinter mir was. Hä? Wo ist Rodriguez? Ich muss ihn schützen. Oh Gott. Ah, nee. Was? Oh Gott. Na wunderbar. Das wird spaßig. Erste Hilfe. Eieieiei. Ich wechsle mal. Oh, nee, falsche Waffe gewechselt. So. So, jetzt danke für die Hilfe. Das Ding stellt keine Gefahr mehr dar. Alle okay da oben? Anton Rodriguez hat eine Kugel abgekriegt, aber ich glaube, sie wird's überstehen. Commander, ich habe die Cerberus Shuttles erreicht, ohne entdeckt zu werden. Aber sie wissen jetzt, was wir vorhaben. Sie müssen sich beeilen. Naja, ich sammle noch kurz die Muni ein hier. Ach, ist schon voll. Und dann los geht's. Perfekt. Habt ihr alle gut gemacht. Na, wunderbar. An alle Einheiten.
Ich hätte jetzt gedacht, dass hier eine Armee auf uns wartet hinter der Tür. Es ist eine beeindruckende Barriere, Octavia. In unserer Akte steht, dass sie sich mit Schildtechnologie beschäftigt haben. Und in meiner Akte steht, dass sie sterben werden. Ich kenne sie nicht. Bleiben Sie zurück! Ich bin Commander Shepard, Allianz. Ich will Ihnen helfen. Das habe ich dem Letzten schon nicht abgekauft und für Sie gilt das auch. Das ist ein Multikern-Schildprototyp auf der Basis zyklonischer Barrieren. Er hält Ihnen stundenlang Stand. Ich kontaktiere mal die Lehrerin. Sanders, hier Shepard. Ich habe hier verängstigte Studenten hinter einem Schildprototypen. Woher wissen wir, dass das kein Trick von Cerberus ist? Überprüfen Sie die Verzerrungsspitzen, Isaac, wie ich, als Sie die Ausgangssperre umgangen haben. Und wenn das Octavias Schild ist, erinnern Sie sie an den Punktabzug, weil die nicht simultane Energie die Emitter überlastet hat. Danke, Sanders. Sie haben großartige Arbeit geleistet. Die Biotik-Studenten sind da oben. Bleiben Sie zusammen. Sie kommen hier raus. Okay, danke. Okay. Wir müssen hier lang, ne? Ja, scheint so. Oh, da ist noch ein Terminal. Sehen aus wie Pläne für Verstärker-Interfaces. Nicht so gut wie das, was wir bereits haben, aber trotzdem einen Blick wert. Ja, ein Brustplattenpanzer. Hör, was? Oh Gottes Willen. Hallo! Ach, das tut mir schon ein bisschen leid. Hat doch mal was. Ach du Kacke. Kommen wir da durch? Hallo Cerberus. Na? Was sagt ihr jetzt? So, ich denke mal, dass wir mit dem Ding ein bisschen mehr anfangen können als billiger. Paarweise hinlaufen. Was? Und leg es mit mir. Aha. Und was ich? Hinter mir? Was denn da? Oh, danke. Schön. Hallo. Ach, kein Problem mit dir verbunden. So. Eieieiei. Hallo. Kann ich eigentlich noch meine... Ich dachte, ich könnte meine Leertasteneffekte nutzen. Sorry, aber das ist... geht wohl nix, Leute. Tschüssi. Wer früh ausschaltet, tötet früh. Oben sind Feinde. An alle. Wo? Erledigt sie. Hä? Ach, da oben. Ja, ich denke mal, das hat hohe Priorität, die Ziele da. Also es ist allerdings die Tontauben schießen, von daher nicht wirklich das große Problem. Ach ja, ist das schön. Schön ist es, überlegen zu sein. Den Gegner keine Chance zu lassen. Ja, daheim ist das auch so. Oh Gott. Oh oh. Alles sicher! Alle zum Shuttle! Sind alle da? So. Ich glaube, ich steig mal aus. Nice. Verzeihung, Commander.
Station weggelockt. Wir müssen jetzt... Ach komm. Kaylee, wie geht's voran? Shuttle ist entriegelt. An die Steuerung und Studenten an Bord. Halt! Wo ist Rodriguez? Sie braucht Feuerschutz. Sie wird es nicht schaffen. Doch, das wird sie. Deckung! Na, wunderbar. Joker, wir sind in einem Cerberus-Shuttle. Nicht schießen. Ich habe sie auf den Sensoren. Dauert nur eine Minute. Danke, Commander. Ohne sie wären wir nie von dieser Station runtergekommen. Nicht alle haben es geschafft. Jason Prangley kam mit 6 Jahren nach Grissom. Er hat kaum ein Wort geredet. War total schüchtern. Ich sah ihn aufwachsen. Und jetzt? Er hat immer gelesen über Schlachten und so. Ich habe ihn Arschkriecher genannt. Wir sollten die Aufgabe der Studenten überdenken. Ihr Ausbilder ist tot. Und Prangley. Wir sorgen für ihre Sicherheit. Ihre Barrieren sind beeindruckend. Sie könnten Schlüsselstellungen verteidigen. Als Unterstützung? Ja. Dafür wären sie perfekt. Prangley ist tot? Und wir dürfen nicht mal kämpfen? Sie werden Leben retten, genau wie Ensign Prangley. Vergessen Sie ihn nicht. Und wenn Sie Ihren ersten Reaper bekämpfen, soll er ihn auch nicht vergessen. Danke, Commander. Wird gemacht. Shepard! Verdammt, wenn das keine Augenweide ist! Freut mich auch, Sie zu sehen, Sir. Sir? Sie sind zwar wieder im Dienst, aber das gibt Ihnen nicht das Recht, so formell zu sein. Dann freut's mich, dass Sie noch nicht abgekratzt sind, Anderson. Das gefällt mir schon besser. Sie haben anscheinend keine Zeit vergeudet. Ich will mir gar nicht ausmalen, was mit den Kindern in den Händen von Cerberus passiert wäre. Ich wünschte, ich hätte alle rausbringen können. Diese Studenten sind mit das Beste, was wir zu bieten haben. Und wir schicken sie in die Schlacht. Ich hasse diesen Krieg. In Hacketts Bericht steht gar nicht. Kaylee Sanders ist sicher. Sie ist bei den Rekruten. Danke, Shepard. Als ich von dem Angriff hörte, ich habe schon viele Freunde verloren. Sie hat gesagt, sie sollen am Leben bleiben. Hat sie das? Naja, danke, Shepard. Das ist diese Woche die erste gute Nachricht. Anderson Ende. Und ich würde sagen, damit haben wir wieder ein schönes Ziel geschafft und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play. Hast du die Feeds von Paladin gesehen? Brutal. Erstaunlich, dass die Turianer... Mass Effect 3. Sie sollten vielleicht mal bei Shuttle-Pilot Cortez unten in der Waffenkammer vorbeischauen. Na wunderbar, das mache ich dann in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.